Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören zur 51. Folge der Gender Agenda, Satan und die Musikindustrie. Wie gesagt, 51. Folge und vierte und letzte Folge von Earth, Wind and Fire, beziehungsweise Erde, Wind und Feuer oder Erde, Luft und Feuer sozusagen, den drei von vier Elementen, die wir hier auf der Erde sozusagen haben. Und heute geht es eben mit der Fortsetzung über unser Boogie Wonderland. In der letzten Folge hatte der Jörg schon ganz, ganz, ganz viele Dinge erzählt aus der Bibel wegen Mitternacht. Und Jörg ist eben der Moderator und Kanalbetreiber von Jockler 66 und Jocklers War on Disinfo, Stunde der Wahrheit. Und in diesem Format, in dieser Plattform darf ich hier eben meine Vorlesung machen, wofür ich mich bei Jörg herzlich bedanken möchte. Naja, also wenn du dich bedankst bei mir, muss ich mich genauso bedanken bei dir. Und bevor wir jetzt einander hier auf die Schulter klopfen, lass uns auf Jesus auf die Schulter klopfen und lass uns dem Heiligen Geist danken, dass er uns hier hingeführt hat zusammen, dass er uns zusammengeführt hat, dass wir uns haben kennenlernen dürfen, was ja auch eine witzige Geschichte ist. Und dass wir uns dann zusammengefunden haben, um diese Gender-Agenda zu machen. Und ich finde es mal ganz interessant, bei diesen Videos auch mal selber ein bisschen mehr oder weniger der Zuschauer zu sein oder eben mal die zweite Geige zu spielen oder vielleicht sogar im Heiligen Geist an erster Stelle dann die dritte Geige zu spielen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich lerne viel, ich finde es interessant und es macht mir richtig Spaß, das auch mal auf diese Art und Weise zu machen. Man muss ja nicht immer die Führung übernehmen, das mache ich ja in vielen anderen Lesungen und da bist du dann ja mein Gast und jetzt bin ich halt mal eben dein Gast und wir machen das auf Jocklers War und das Info. Ausgewählte Videos kommen auch auf Joggler 66 zur Veröffentlichung. Das habt ihr ja in der Zwischenzeit auch schon gesehen, weil wir sind ja inzwischen schon mitten im Januar drin, wenn dieses Video hier veröffentlicht wird auf Jocklers War und Disinfo. Aber hier und da erscheint auch mal ein Video auf dem Hauptkanal. Und Hauptsache, und das ist das Wichtigste, ist, dass ihr alles an der Bibel messt und dass ihr seht, was wir euch hier erzählen, wenn ihr es an der Bibel messt, dass ihr ganz deutlich die Lüge erkennt, mit der Satan uns in seinem System weghalten will von der Wahrheit, die Gott uns offenbart in seinem Wort, nämlich der Bibel, die wir von daher ständig lesen sollten. So, und jetzt habe ich genug gesagt und überlasse gerne Michael den Vortritt in dieser Sendung. Bitte schön, Bruder. Ja, wir sind bei Sendung 51 und der vierten Folge von Earth, Wind & Fire, wie gesagt. Wir kommen jetzt zu Boogie Wonderland. Es stehen auch schon ganz, ganz viele andere Sachen im Raum, die da nächstens ist. Ich werde jetzt mal versuchen, einen Cliffhanger nicht zu hinterlassen diesmal, sondern die Auflösung des Rätsels sozusagen euch zu präsentieren, zumindest so wie ich das sehe. Und in der nächsten Lesung haben wir dann schon den nächsten Künstler und ich versuche jetzt auch immer am Ende dieser Sendung immer schon den Künstler beim nächsten Mal zu nennen, sodass ihr euch vielleicht ein bisschen darauf freuen könnt oder auch sagen könnt, ach so, nee, ist gar nicht mein Ding, aber habt da vielleicht schon mal einen Vorgeschmack, was da kommt. Also, weil ich eben gesehen habe, dass beim letzten Lied von Earth, Wind & Fire September auch Bordia, auch Bodja und so weiter, dass es da verschiedenste Phonetiken, Aussprachen gibt, dass man halt laut in die Länge zieht beispielsweise, könnte es doch durchaus sein, dass Boogie Wonderland Boogie Wonderland wird. Weil es wäre ja letzten Endes dann ähnlich ausgesprochen, nicht ausgesprochen, aber ausgesungen sozusagen. Weil die Länge, wie ich einen Vokal in die Länge ziehe, das kann mir ja sozusagen nur der Textschreiber des Liedes, kann mir das ja gar nicht diktieren, sondern das kann mir nur letzten Endes der Liedtext selber, das Lyric nicht vorgeben, sondern das kann ich als Sänger ja selber bestimmen. Also kann ich auch aus Boogie Wonderland singen und machen. Ich kann also aus dem einen O zwei O's machen, wenn ich die Betonung anders lege, wenn ich also den Vokal in die Länge ziehe. Das ist eben Phonetik. Was hieße denn jetzt Boogie zum Beispiel? Na, Bogie wäre jetzt beim Golf ein Schlag über Par, also dass man sozusagen über die erlaubte Anzahl der Schläge da ist. Es gibt dann noch einen Preis, es gibt dann Detektiv Bogie und so weiter, eine spanische Krimiserie und dann fiel mir ein Bogie, da war doch was, da war doch mal ein ganz bekannter Schauspieler, der hieß Humphrey Bogart. Könnte es das sein? Bogart Wonderland? Nee, ne? Das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber hab gedacht, komm, gucke ich mir trotzdem mal an, weil Bogie, ja klar, das war sein Spitzname. Heißt Bogie nicht auch falsch? That's Bogie. Ja, in dem Zusammenhang mit getrickst oder so, glaube ich. Aber ja, in der Richtung. Warte da mal ab. Das war eine Frage, ich weiß es ja nicht. Ich war aber Meinung, dass ja, warte da mal. Ich weiß es auch nicht, weil ich ja kein. That's a bogey explanation, wie einer zum Beispiel sagt. Das ist eine verkehrte Erklärung oder es ist aber eine weit hergeholte Erklärung oder was in der Richtung. Meine ich doch, dass ich das Wort bogey auch schon mal in dem Zusammenhang gehört habe. Ja, das.
Also du bist auf dem richtigen Dampfer, ja, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal was. Dann gehe ich ja nicht ersaufen. Nee, genau. Na ja, dann scroll mal bitte weiter. Genau, da ist er. Also wer den Film nicht kennt, ne? Casablanca, Ingrid Bergman und Humphrey Bogart. Spiel's noch einmal, Sam. Also den Film sollte man irgendwie kennen. Das ist so der bekannteste von Humphrey Bogart, glaube ich, der. Ja, so eine richtige Schmonzette, eine Liebesgeschichte mitten im Zweiten Weltkrieg. Aber das kann es ja irgendwie nicht sein mit Boogie Wonderland. Ne? Das ist es ja irgendwie nicht. Und da fiel mir ein, der hat doch mal einen ganz, ganz interessanten Film gemacht, zusammen mit Peter Lorre. Peter Lorre ist doch einer der Schauspieler, die mir im Gedächtnis kommen von Folge Nummer 13 mit Bob Dylan, wo ich gerade die Referenz gemacht habe von diesem Film It's All Right, Ma, I'm Only Bleeding. Also ist alles okay, Mutter, ich blute nur. Über die Referenz eines Kindesmordes in dem Film von Fritz Lang 1932 M, Eine Stadt sucht einen Mörder. Und da hat eben Peter Lorre diese Figur des Kindermörders gespielt, die auch auf eine wahre Gegebenheit des Vampires von Düsseldorf da zurückgeht, das gerade mal ein Jahr oder zwei da zurücklag, also in damals in Deutschland der 30er Jahre ein brandheißes Thema. Und der hat einen Film gemacht, der heißt Der Malteser Falken oder in Deutsch Die Spur des Falken. Oh, fiel mir ein, da war doch wieder was mit dem Tier und Falke und Krähe und Horus. Da war doch was. Na, gucken wir uns das nochmal eben an. Also, der Malteser Falken hat quasi die versteckte Hauptrolle gespielt in den 1941er Detektivfilm, einer der ersten wirklichen Detektivfilme übrigens überhaupt, wo Humphrey Bogart schon fast so eine Art Genre gemacht hat, was dann nachher so ein bisschen verfeinert wurde, sozusagen durch Protagonisten wie Clint Eastwood mit Dirty Harry zum Beispiel, solche ganzen Sachen. Ne? Also die brutale Version dann, also die normale Version war Sam Spade hier, Humphrey Bogart, so einer derjenigen, die man wirklich aus dem früheren Kino die absoluten Größen gewesen ist. Ne? So, und dieses Vogeltier, dieser Malteser Falke, hat für die geschmeidige Summe von 4 Millionen Dollar mal seinen Besitzer gewechselt. Und das Ding ist 13 Zentimeter hoch und wiegt um die 20 Kilo. Also richtig heftiges Tierchen irgendwo. Gut, aber das war ja gar nicht das, was ich wissen wollte. Aber mich hat diese Humphrey Bogart-Figur ja irgendwie da doch so ein bisschen interessiert. Denn dieser Humphrey Bogart war ja dann halt auch jemand, der eben diesen Spitznamen hatte. Bogie, ne? Von Bogart, Bogie. Also Bogart Wonderland scheidet aus. Aber nichtsdestotrotz ein ganz kleiner Exkurs zu Humphrey Bogart. Humphrey Bogart war eben der absolute Leading Man, war auch ein sehr, sehr smarter Typ, war nicht besonders schlau von ihm, Kettenraucher zu sein, war aber damals in den Filmen der 40er, 50er Jahre absolut so. Und man sieht ihn da als absoluten Vogelliebhaber und man sieht ihn da halt letzten Endes, er ist immer richtig adrett und geschniegelt gewesen. Und dieser Malteser Falken, wenn man unsere Leserin kennt, ja, muss man doch automatisch wieder denken an den Malteser Ritterorden, ja. Und deswegen also die Spur des Falken, der Malteser Falke, das ist sicherlich auch eine Reminiszenz an den unendlichen Reichtum der Serene Military Order of Malta, einer Ritterorden der katholischen Kirche, sozusagen die Nachfahren der Tempelritter, wenn man so will. Ja. Und das ist also dann schon sehr, sehr interessant, wenn man sich diese Zusammenhänge mal mit so einem Film dann anschaut. Ne. Aber wir können ruhig weiter scrollen. Ist jetzt nur so ein kleiner Exkurs hier mit Humphrey Bogart. Ne? Also das sind so diese originalen Poster und so weiter und so fort. Und nur mal so, weil ich jetzt dieser Malteser Falken, ich habe diesen Film natürlich vor 40 Jahren schon geguckt und toll gefunden, aber da habe ich diese Kombinationsgabe eben nicht gehabt, dass es eben etwas mit dem Malteser Orden zu tun hat. Sovereign Military Order of Malta. Ein absolut eigenständiger Staat, der einen ständigen Beobachterstatus in den Vereinten Nationen hat. Und dieses Ding ist eben ein Malteser Falke. Ja, wenn man es überlegen, Falken haben halt in Ägypten beispielsweise eine totale Konjunktur wegen Horus, dem Horusfalken, ist also sozusagen sein Tier. Ja, das ist halt so, dass die Tempelritter halt auch im Orient unterwegs gewesen sind und da auch ganz, ganz viele Mythen mitgebracht haben. Dann kann man ja mal zwei und zwei zusammenzählen und man muss auf jeden Fall auf fünf auskommen. Ne? So ein kleiner Insider-Witz. Und fünf ist ja die Zahl des Pentagramms. Ne? Also 2 + 2 kann auch durchaus schon mal 5 ergeben. Ja? Also mal 5 gerade sein lassen zum Beispiel. Ne?
Gut. Aber es war ein kleiner Spaß. Also hier hat er also diesen Sam Spade im Film gespielt. Wie gesagt, ist alles jetzt gar nicht entscheidend für Earth, Wind & Fire. Ist halt nur, damit ihr mal seht, guck mal hier, plötzlich fällt also ein alter Schinken vor die Füße und man sieht dann plötzlich auch diese alten Filme in einen ganz anderen Hintergrund. Ja, warum dieser Malteser Falke, der eigentlich aus Gold sein sollte, wo der ganze Film drum handelt und mit Morden und alles zu tun hat, ja, wo eigentlich dieser Film drum handelt, ist, dass dieser Vogel unermesslich reich den Besitzer macht, weil er halt ja aus purem Gold ist und deswegen auch so schwer ist. Und am Ende des Filmes hat man also festgestellt, alles jetzt leider nicht so wie gedacht. Aber halt, wenn man die Verbindung legt zum Malteser Orden zum Beispiel mit dem unermesslichen Reichtum, naja, gut. Deswegen mal der kleine Exkurs. Also Bogie heißt es dann auch nicht. So, dann gibt es noch verschiedene andere Bogies, was alles Mögliche heißt. Ne? Und ja, und da habe ich gedacht, jetzt schlägt es 13, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aus dem Schottischen Bogle, Ghost, also Geist, ja, aus dem 15. Jahrhundert und populär im 18. Jahrhundert in der englischen Literatur bei Scott und Burns. Ja. Und naja, also da gibt es noch The Word Was in Vogue, also in Stopp nochmal eben. Ja, nee, noch ein bisschen runter. Ich sag Stopp. Stopp, danke. So, The Word Was in Vogue, also das Wort war in Mode zu der Zeit von Britannien, ja, bei dem, durch dieses populäre Music-Hall-Lied, Hush, 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 Here Comes the Bogeyman. Und da fiel der Groschen. Und deswegen kannst du das nächste Bild einspielen. Wer ist denn jetzt der Bogeyman? Guckt euch doch mal bitte das Emblem an auf dem Megafon der Boogie Monsters rechts. Warum heißen die denn wohl Boogie Monsters? Das habe ich ja erstens, als wir das Bild schon mal gezeigt hatten, hatte ich das hier schon eingestrichen. Bogeyman. Mm-hmm. Ja, genau. Und wer ist denn der Bogeyman? Eben. Was ist denn da der Boogie jetzt... Wonderland? Ja, eben. Da kommen wir jetzt zu. Ja. Da kommen wir nämlich genau jetzt zu. So, das ist hier eine zeitgenössische Skizze oder Radierung, wie auch immer, wie man das nennt. Ich bin ja kein Künstler. Aus dem Jahre 1797. Hier kommt der Boogeyman. Also jemand, der stark verhüllt ist und anscheinend nicht so attraktiv ist, denn er ist ja ziemlich in Leinen gehüllt da. So, und ist eine mythische Kreatur, bei der Erwachsenen, die halt quasi als Kinderschreck da, wenn man das mal so in Deutsch übersetzen will, dann benutzt wird. Ne? Wenn Kinder sich schlecht behalten und so weiter und so fort. Und ist manchmal gebraucht als eine unspezifische Personifizierung für Terror und in manchen Fällen für den Teufel. Und guck mal, und da sind wir bei unserem Bogie Wonderland. Denn dann macht nämlich auch dieser erste Sechszeile Midnight Creeps So Slowly dann auch endlich Sinn. Ja, genau. Ein maskulines oder androgynes Monster. Ja, das ist nämlich genau eben, da sind wir endlich wieder bei der Gender-Agenda. Ja, denn androgyn jetzt in dem Zusammenhang hieß jetzt beide Geschlechtsmerkmale in sich vereinigt sozusagen. Ja, also oh, Geschlechtsagenda. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, dann macht die erste Textzeile von Boogie Wonderland überhaupt erstmal Sinn, mit diesem Midnight Creeps So Slowly. Ja, sonst macht das halt alles wenig Sinn. Und dann machen auch die anderen Sachen mehr Sinn, von wegen Gebete, ja, deine Gebete und so weiter und so fort und Schmerz, ja, und dann sind wir genau in diesem Kontext. Wir dürfen ja nicht vergessen, Morris White wollte immer, der Leadsänger wollte immer Prediger werden und der, ne, hat eben dann so seine Überzeugung genommen und das auf die Leute losgelassen als Sprache. Und das ist genau das, was die Boogie Monsters dann eben damit aussagen. Die haben quasi zwei Lieder von Earth, Wind & Fire in ihrem, ja, wie soll ich mal sagen, in ihrem Lied drin. Einmal Boogie Monsters für Boogie Wonderland und einmal mit Bodja für Badia September. Und deswegen habe ich eben gesagt, wir schlagen dann einen Haken eben zu den Boogie Monsters wieder. Deswegen fand ich das so interessant. Da gucken wir uns mal abschließend an, was eben Bogeyman noch alles ist. Und da gibt es nämlich eben interessante Sachen zu. Es gibt also einem alten englischen, im Altenglischen sozusagen, ist es also auch benutzt worden als Beetle, also als Käfer. Weil Beetle, die Beatles, darf man nicht vergessen, ist nämlich auch eine okkulte Geschichte. Die geht
auf den Skarabäus zurück. Das ist so in der aus dem ägyptischen Mythologie wieder etwas. Entschuldigung, meine Stimme geht lang am Flöten. Und ja, es gibt also da noch eine ganze andere Geschichte dazu, zu diesem Boogeyman. Und dieser Boogeyman ist eben auch eine spezifische, länderspezifische und zeitspezifische Ausrichtung, wo halt jedes Volk wieder seinen eigenen Boogeyman hat. Und da kommen wir eben jetzt zu. Da gibt es auch eine deutsche Entsprechung zu. Ja, so, ja, da haben wir nämlich schon, im Holländischen heißt der Buhmann. Interessant, ne? Haben wir, diesen Begriff haben wir doch auch im Deutsch sozusagen. Ja, Buhmann. Wir benutzen den jetzt zwar nicht als Teufel, aber ist ja auch nichts Positives dann, ne? Da kommt der Biber Butzemann. Ja, genau, der kommt dann da hinterher. Ja, und du siehst, das sind alles unterschiedliche Namen und die meinen alle wieder dasselbe. Ja, es ist genau diese Verwirrung, die eben des Teufels zu eigen ist, wie auch bei den ganzen falschen Göttern, ob es jetzt die babylonischen, medopersischen, griechischen, römischen, ägyptischen, was weiß ich alles gibt. Ne? Es ist immer dieselbe Soße. Ne? Scrollen wir mal weiter. Ja, da haben wir nämlich einen Sackmann, also der steckt dann die Kinder beispielsweise anscheinend in einen Sack, ja, also Sackman, oder läuft dann in einem Sack rum. Das gibt es halt in den lateinischen oder latein- oder spanisch-amerikanischen, lateinamerikanischen Ländern, da heißt es Hombre de Costal oder Hombre del Saco. Das ist alleine schon, der Name ist ja schon verboten. Ja, also das ist meaning Child Stealer, also Kindesentführer, Kindesräuber. Ja, also Boogeyman beispielsweise ist dann derjenige, der halt die Kinder stiehlt. Also das, da muss ich doch schon wieder an hier diesen Marc Dutroux denken. Ne? Ja, das ist doch nichts anderes. Ja. Das ist echt erschreckend manchmal, aber wie gesagt, Midnight Creeps So Slowly, also bitteschön. Das ist halt letzten Endes nichts anderes und es wird ja noch schlimmer, wenn ich da weiter scrolle, denn Butzemann, genau, ja. Die deutsche Folklore hat Dutzende von verschiedensten Figuren, die halt dem Boogeyman entsprechen. Ja, es gibt verschiedene Auftritte, verschiedene Verkleidungen sozusagen als Gnom, als Mensch, als Tier, als Monster. Da sind wir schon wieder bei unseren Boogie-Monstern, ja. Als Geist oder als Teufel und so weiter. Also wir sind dann immer in der negativen Areal irgendwo zusammen. Ne? Und da gibt es eben dieses Spiel des schwarzen Mannes, The Dark Man. Eine unmenschliche Kreatur, die sich in dunklen Ecken versteckt oder unterm Bett. Da hatte ich auch als Kind schon mal Angst vor, habe ich unterm Bett geguckt, ob da nicht irgendjemand ist. So. Und da gibt es also auch dann beispielsweise eine Referenz zu Twin Peaks, wo dann eben dieser Geist sozusagen, dieser Mörder dann im Schlafzimmer natürlich auftaucht. Ne? Also klar, Schlafzimmer, Bett, Mitternacht, Nacht. Ne? Wann schläft man nachts? Ne? Wann ist man die meiste Zeit im Schlafzimmer? Ja, halt nachts. Ne? Sei denn, man hat einen bestimmten Beruf, aber das wollte ich jetzt nicht voraussetzen. So. Und diese unmenschliche Kreatur ist eben dann auch manchmal unter dem Bett oder im Closet, also hier, ne, im Schrank, und ja, und stiehlt dann eben die Kinder, ne? Und das ist eben auch die Referenz zu dem Spiel Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und die heißt eben nicht Black Man in Englisch, sondern die heißt Who's Afraid of the Boogeyman? Und damit haben wir den schwarzen Mann. Ja, und damit ist jetzt nicht wieder eine Rasse gemeint. Nein, ist es nicht. Das war weit vor dieser ganzen politischen Schwachsinnsagenda. Gut, machen wir mal weiter. Der Butzemann. Auch Butz, Bütze, Butze, Putz, Potz, Butz, Butzemann, Buschemann, Boogeyman, Budebeis, Busband, Busand, Bösmann, Bodimann, Bödima oder Böck genannt, meine Herren, ist eine Sammelbezeichnung für schreckende Dämonen und Gespenster, insbesondere alle Kobold- und Zwergenartigen. Die Figur ist vorwiegend aus dem süddeutschen, schweizerischen, aber auch im norddeutschen und skandinavischen Raum bekannt und wurde stark gefürchtet. In neuerer Zeit taucht sie auch häufig als Kinderschreckfigur auf, ähnlich dem schwarzen Mann, wenn dies auch nicht ihr ursprünglicher Charakter war. Aber wir haben ja schon gelernt, es ist immer dasselbe. In der modernen Fassung des Kinderliedes Es tanzt ein Biber Butzemann wird aus der Schreckfigur ein lustig tanzender Zwerg, der gute Kinder mit Äpfeln aus seinem Säcklein beschenkt. Guck mal, ist das nicht toll, wie man eigentlich eine Geschichte komplett ins Gegenteil verkehrt? Ja, toll, ne? Super, wie wir wieder veräppelt werden hier. Selbst unsere Kinder werden hier völlig verzogen. Unsere Kinder werden mal wieder nur mit Lüge vollgestopft. So.
Und das kommt eben aus dem mitteldeutschen Wort botzen oder schlagen, poltern, klopfen. Ne? Das haben wir schon mal beim Poltergeist zum Beispiel. Eine andere mögliche, wobei der Poltergeist noch was ganz anderes ist, aber das ist, geht in die Richtung. Eine andere mögliche Namensherleitung ist verbutzen, vermummen. Und in Dresden gibt es wohl die Bezeichnung Mummum. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Jede Ecke kriegt seinen einzelnen Namen, damit auch jeder was Eigenes hat. Ne? Und wenn es halt alles dasselbe ist, ist egal, aber jeder hat mindestens einen eigenen Namen. Die Bezeichnung ist ein allgemeiner Sammelbegriff für allerlei Dämonen und andere gespenstische Wesenheiten. Wir erinnern uns bitte schön an dieses Bild auf dem Megafon von den Boogie Monsters. Ja? So, und eine schriftlich belegte Ableitung bestand aus dem Jahre 1510. Im Liber Vagotarum wird ein Bützseilmann als Zage übersetzt, was Penis oder Schwanz bedeutet. Toll. Toll, was wir alles bei Wikipedia lernen. Das sind so Dinge, die wollen wir eigentlich gar nicht wissen. Dann können wir die Sendung wieder ab 18 machen. Ganz toll. Im angelsächsischen Raum entspricht der Butzemann im weitesten Sinne dem Bogart, also manchmal bei Humphrey Bogart mit Doppel-G, oder Bogeyman, was auch oft als schwarzer Mann übersetzt wird. Ja, was denn jetzt? Eben hieß es jetzt im selben Artikel, nee, das ist sehr weit hergeholt, und jetzt heißt es wieder umgekehrt, dass im angelsächsischen Mann aber jetzt der Bogeyman dem schwarzen Mann übersetzt wird. So, und umgekehrt heißt es aber, dass der schwarze Mann nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit dem Bogeyman, aber auch verwandt ist. Also, wir sehen, das widerspricht sich. Im Prinzip ist alles derselbe Käse, alles dasselbe. Ja. So, er kommt nachts aus Kleiderschränken oder kratzt am Fenster. Das Bett haben die hier vergessen anscheinend. Sein Aussehen wird je nach Haushalt unterschiedlich beschrieben, hängt wahrscheinlich auch vom Einkommensstruktur ab. Es ist eine beliebte Figur in Fantasy-Romanen, wie beispielsweise Terry Pratchett, Scheibenweltserie und Horrorfilm. Na, herzlichen Glückwunsch. Alles Dinge, die wir Christen nicht brauchen. Ja? So, ähnliche Gestalten vom Boogeyman. Ach, du liebe Güte. Der Pulk oder der Puck bei William Shakespeare. Der schwedische Pocker für Teufel. Puck. Aha, kenne ich da auch irgendwoher. Draug, Wassergeist, Pucki für kleiner Teufel, der ostfriesische Busebeller, da kenne ich mich nicht mehr aus. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, alles derselbe Kram. Und da fiel mir jetzt noch was zu ein. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand. Also haben wir damals immer so gespielt, ne? Das ist ein Kinderspiel, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Da gibt es auch einen Film, nein, den meine ich jetzt nicht. Können wir gerne weitermachen. Ich meine nämlich eben dieses Spiel. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ist ein Laufspiel für mehrere Spieler, das sich besonders im Sportunterricht, in Grundschulen sowie bei Jugendlagern einige Beliebtheit erfreut. Ist ja auch klar, ne? Alles, was negativ ist, muss ja propagandiert werden. Ne? Ist ja klar, logisch. Ne? Muss man eben alles das, was eigentlich negativ ist, muss man halt jetzt umkehren, damit man sagen, ey, da müsst ihr euch dran gewöhnen jetzt. Ne? Ja, und ich erkläre dieses Spiel jetzt nicht, das ist mir jetzt echt zu albern. Ne? Es geht halt quasi ein Fangenspiel. Ne? Das ist halt nichts Wildes jetzt. Und die haben halt alle Angst, keiner hat Angst vor dem schwarzen Mann. Ja? Alle, ne? Aber die reißen dann trotzdem alle aus. Also von daher nichts Positives, definitiv. So, und da habt ihr beispielsweise meine Illustration aus dem Schweizer Kinderbuch von 1860, die Kinderschreckfigur des schwarzen Mannes. Eine dunkle, schattenhafte Gestalt oder ein Mann mit schwarzer Kleidung, also eben nichts mit maximal pigmentierter oder so, ne? Ja, genau. So, der Liederforscher Franz Magnus Böhme beschrieb 1897, dass der Begriff auf den schwarzen Tod, also die Pest um 1348 zurückzuführen sei. Das würde auch das Spieleprinzip folgerichtig erklären. Jeder, der von der Pest befallen wird, also angetippt wird, ist selber Träger des schwarzen Todes und gehört zum Heer des schwarzen Mannes, das die Seuche ausbreitet. Und in dem Moment beispielsweise fiel mir ein, es gibt sogenannte Pestkapellen, wo dann auch eine Jesusfigur an einem Kreuz hängt, als wenn der noch etwas dafür könnte, jetzt, dass die Pest gekommen ist. Also ich finde das unsäglich, dass es so eine Pestkapellen gibt, zur Erinnerung an die ganzen Toten. Ja, deswegen zeigt man dann auch wieder Jesus am Kreuz, ne? Was sowieso völlig, eine typische römisch-katholische Haltung ist. So, und da haben wir beispielsweise mal hier den schwarzen Mann, ne? The Man in Black. Und das sind nämlich die wirklichen Männer in Schwarz. Also nicht jetzt hier Will Smith und nein, nicht. Aber die Männer in Schwarz, wer trägt denn sonst Schwarz? Wer trägt denn sonst eine schwarze Robe? Tommy Lee Jones, ja. Nein, wer trägt denn sonst eine schwarze Robe? Hallo. Hm? Der schwarze Mann. Ja. Ach ja. So, und das Spiel wird auch manchmal anders genannt. Wer hat Angst vor dem bösen, wilden oder blöden Mann? Na, man muss ja heutzutage die rassistische Konnotation durch die Assoziation von Schwarz mit Böse zu vermeiden. Ja? Wer hat Angst vor dem schwarzen Hai?
Ja, ganz toll. Ganz großes Kino hier. Nicht jetzt Man in Black. Die Jesuiten sagen doch, und weiß ist schwarz und schwarz ist weiß, wenn die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche mir das so vorschreibt. Also muss ich schwarz und weiß doch austauschen. Ja, aber wir hatten eben gelernt, die Kinderschreckfigur des schwarzen Mannes, ja, hat eine dunkle, schattenhafte Gestalt oder einen Mann mit schwarzer Kleidung. Ja, welche Männer haben denn jetzt schwarze Kleidung? Ja, das sag ich doch gerade eben, Ja, die eben. Jesuiten, die ja schwarz und weiß. Jesuiten, ja, ganz klar. Habe ich jetzt kein Bild hiervon, aber ich meine, es ist ja sowas von, Nö, mein. na, Da können wir ja, ja ein Bild eben. suchen, das ist ja noch nicht so schwierig. Ja, aber, ne? Ich habe immer Jesus. ein Bild im Kopf von Heinz Rühmann, Pater Braun kann es nicht lassen. Er hat auch immer komplett schwarz getragen. Ne? Ja, ist halt ein katholischer Priester gewesen, ne, schätze ich mal. Klar, genau. Hier, dieses Bild ist passend dafür, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja, also schwarz ist nicht positiv. Ich meine, sehen wir selber an so einem Kinderspiel. Ich meine, wie, auf welche simple Ebene soll ich noch gehen oder sollen wir hier noch gehen? Das ist ja immer halt ganz, ganz klar, dass es eben schwarz die Farbe ist, die halt nicht reflektiert. Und Jesus Christus ist das Licht der Welt. Also was ist denn eben schwarz? Ja, genau, das Gegenteil. Logisch, oder? Ist ja, glaube ich, alleine schon, da braucht man jetzt keine Kunst für studiert zu haben, finde ich. Ja, jetzt gibt es noch ganz lange Abhandlungen, die wir uns hier sparen können. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit es halt hier mal für ein zukünftiges Skript irgendwo da mal zu brauchen ist. Du kannst jetzt bei Seite 119 mal aufhören. Ja, genau. So. Und da sehen wir jetzt beispielsweise auf dieser Seite nichts, was uns interessieren würde. Und dann muschen wir extra zur nächsten Seite rüber. Boogeyman und zwar, das ist immer dasselbe jetzt hier und Boogeyman ist immer dasselbe, genau. Erlkönig beispielsweise, Goethe ist auch eine Referenz. Freddy Krüger, den kennen wir ja auch noch, ne? Jack the Ripper, das ist egal. Michael Myers, Halloween, Bogart, Candyman und hast du nicht gesehen und Struwwelpeter und so. Es sind halt alles keine, sind da alles Schreckfiguren, ne? Es sind alles Figuren, um Menschen Angst oder um spezielles Kind auch hier Angst zu machen, ne? Ja, und diese Musik von Earthwind and Fire eben abschließend mal zu sagen hier, ne, da können wir ja gerne noch gleich drüber diskutieren, ja. Das ist eben genau das, was da steht. Ja, der ist 74 geworden, Herr Maurice White, und er hat eben da die Richtung vorgegeben. Ja, sagt sein junger Bruder und früheres Bandmitglied Verdin White, also sein tatsächlicher leiblicher Bruder. Und diese Richtung konnte eben verfolgt werden zu seinem Interesse an Kemet, an dem Wort für der altägyptischen Mythologie sozusagen, ja, oder Ägypten selber. Und das ist eben das, dass sein eigener Bruder gesagt hat über die Band und über den Maurice White, dass er eben alle möglichen Formen von Kult, Wissenschaft, Astrologie, Mystizismus und Weltreligion studiert hat, der Maurice White. Ja, und dass er eben dann alle diese Dinge ihm geholfen hätte, um sein inneres Selbst zu entdecken. Da sind wir ja schon wieder bei diesen ganzen Geschichten mit der Erleuchtung und spirituelle Weiterbildung und so weiter und so fort. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Songtext gesehen von, ja, das kommt jetzt genau, Songtext gesehen von ihm, der jetzt irgendwie christlich, Nächstenliebe oder was weiß ich sind. Es geht halt immer nur um viel, maximal Spaß zu haben und das geht eben in eine ganz andere Agenda. Und deswegen passt er eigentlich ganz gut in diese Gender-Agenda rein, weil man würde das ja gar nicht so vermuten, wenn man jetzt diese Band hört und Band sieht, alle lachen, alle grinsen, die Leute haben eben keine Pentagramme um den Hals oder sowas, sondern das sieht alles total aus wie ein fröhlicher 40. Geburtstag irgendwo. Ne? Alles perfekt, Zahnpasta lächeln, alles super. Aber eben diese Agenda, die dahinter steckt, ist eben eine ganz andere. Ne? Es ist halt. Ja, es ist halt, in seinem Fall ist es halt einfach der Mystizismus und ja, es hat auch eben dann, sein Bruder hat eben auch ausgesagt, dass er sich also extrem für Yoga interessiert hat und er sehr stark mit Meditation zusammen gemacht hat und rumexperimentiert hat und sich mit beschäftigt hat und mit Esskultur. Und Yoga und Meditation hatten wir doch schon in der Folge 10, wo es sich darum geht, von Beatles und die Drogen, Teil 3, von weiteren Toren für die Toren. Ja, da war nämlich genau dieses Thema, wenn euch das interessiert, Yoga und Meditation, wo das alles herkommt, was das alles auslöst und so weiter und so fort. Und das ist letzten Endes der Weg gewesen, den halt hier Earth, Wind & Fire gegangen hat. Was man ja an den ganzen
logischerweise an den ganzen Covern von seinen ganzen LPs und CDs und Singles und alles sehen kann. Mit diesen ganzen Pyramiden, mit dem Erleuchtung, mit der Bethaltung und so weiter und so fort. Mit dem Auge des Horus, mit den Pyramiden, mit links und rechts und alles nur Symbolik. Ja, das ist eben alles eine Anbetung von Symbolen und Symbole auf Schallplatten. Die sucht sich die Band eben aus. Das heißt, da ist eine Agenda hinter, die sagen, ja, das hier, das verbinden wir mit unserer Message, mit unserer Botschaft, die wir dann hier rüberbringen wollen. Und das ist eben die Geschichte, dass er eben eine Botschaft rüberbringen wollte, zeitlebens, was ihm mit fast 100 Millionen verkaufter Tonträger ja wohl auch irgendwo gelungen ist. Denn ich denke, bis zu dieser Lesung hat ja kaum einer da draußen irgendwie mal sich überlegt, ja, Earthwind & Fire, fehlt da nicht ein Element? Oder Earthwind & Fire, ja, ist das wirklich alles so easy going, easy listening? Guck mal, das ist ja jetzt eben genau das Umgekehrte zu AC/DC oder Rammstein oder sowas, ja. Das ist eben da, was auf dieser Seite da steht, was jetzt hoffentlich der Jörg nicht weiterscrollt, auf dieser Seite steht eben die Agenda gewesen, die die Jungs ganz erfolgreich promotet haben, wo ja der jahrelang keiner drauf großartig irgendwie drauf rumgeritten ist und gesagt, guck mal hier, die sind verdächtig. Nein, alle Finger zeigen auf Kiss, alle Finger zeigen auf AC/DC, auf Motorhead, auf Rammstein, auf Megadeth, auf links und rechts und so weiter und so fort, auf Death Metal und ja, solche ganzen Sachen. Ja, aber wer guckt mal bei Earthwind & Fire hinter die Kulissen? Und wer 100 Millionen Platten verkauft? Der braucht eine entsprechende Industrie, entsprechendes Geld im Hintergrund, die das ja die ganzen Sachen da organisiert und den Vertrieb leitet und so weiter und so fort und da auch die entsprechenden Plattenverträge bereitstellt. Und Satan lässt die Gewalt über diese Welt übergeben und zwar alles Materielle in dieser Welt übergeben. Ja, und deswegen kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Lesung eigentlich, weil der Bruder, wenn der Bruder des Morris White solche Aussagen macht, sind das keine Verschwörungstheorien. Wenn der Bruder von dem Morris White, ich habe die Quelle, glaube ich, auch oben verlinkt, ja, der Bruder von ihm sagt, ja, ja, er hat sich sehr mit Yoga interessiert und der war auch extrem mit Meditation beschäftigt, dann klingt das für normalen Menschen da draußen, der sich eben nicht damit beschäftigt und eben dieses Hintergrundwissen nicht hat und auch nicht im biblischen Kontext steht, klingt das ja völlig unverdächtig. Ach so, ja, ja, okay, ja, Yoga, ja, Meditation. Ja, aber wir wissen ja schon, was dann halt dadurch passiert. Und wer das nicht weiß, der kann sich keine Lesung 10 anhören. Ne? So, und sein Bruder sagt weiterhin, er war ein Student der spirituellen Welt seiner Ahnen. So, und da die Ahnen von Afroamerikanern natürlich irgendwo in Afrika liegen und Ägypten liegt wo? Genau. Ja, hat er sich eben dann genau für diese Religion da interessiert, was ja auch für seinen ganzen Alben da auch durchscheint. Ne? Bei Pink Floyd ist halt Luciferianismus, bei Alan Parsons auch, bei Freddie Mercury und Queen ist es dann Zoroastrismus und bei ihm ist es jetzt hier, deswegen habe ich mir die auch rausgepickt, eben halt ägyptische Mythologie. Und so hat halt jeder so seine Agenda. Ja? Und man sagt eben dann hier weiter, dass es ihm also zu einer weiteren Spiritualität, das ist ja klar, was es da mit Geister und Dämonen zu tun hat, ja, dass ihn dann nach Ägypten halt gebracht hat. Und deswegen hatten wir ja auch in der Lesung 1 direkt schon ein Bild von ihm gesehen, ein Schwarz-Weiß-Bild, wo er da auf die Pyramiden zusteuert. Ne? Genau, und wenn eben das eben nicht noch nicht klar ist, dann guckt man sich die Albencover an von Earthwind & Fire, das wir schon gemacht haben, und da sind eben die religiösen Symbole und halt die Bildsprache ist dann halt eben auch sonnenklar, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Gibt ganz viel Sonne in Ägypten, ne? Ganz viel Sonne. Aber wo viel Sonne ist, ist auch ganz viel Schatten. Und es ist eben so, dass er auf seinen ganzen Sachen die maximale Symbolik eben verlinkt hat, sozusagen, um halt vielleicht unverdächtig zu bleiben, um halt möglichst auch alle Leute irgendwie zu inkludieren, um mal ganz viel Geld zu verdienen. Ne? Wenn ich mich halt einfach jetzt nur auf eine Sache einschieße, dann bin ich halt eigentlich festgelegt. Aber wenn ich natürlich alle möglichen Symbole brauche, dann kann mir ja keiner böse sein. Ne? Dann kann ich ja sozusagen meine Sachen an Muslime verkaufen, dann kann ich meine Dinge an Christen, sogenannte Christen verkaufen, die meinen, dass ein Kreuz ein christliches Symbol wäre, was es eben nicht ist. Aber dafür halt empfehle ich Lesung 5. Oder 4 oder 5, 3, 4 oder 5. Auf jeden Fall empfehle ich alle Lesungen, weil es ist einfach so viel Material.
Und dann macht man eben noch das Auge des Horus dazu und dann können einem die Leute, die sich dafür interessieren, eben auch nicht böse sein. Und so geht es halt immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und deswegen gibt es eben diese ganzen Symbole und deswegen hat er eben den sogenannten Davidstern, also das Hexagramm, was eben nicht der Stern Davids ist, was ich schon mal gesagt habe, was zumindest meine Meinung ist. Ne? Hexagramm ist eben ein Sechsstern aus zwei Dreiecken, männliches und weibliches zusammen, ist ein Sexual. Eine Sexualmagie sehr gebräuchlich, ist ein Hexensymbol, ist ein Symbol, wo man halt Geister mitruft und so weiter und so fort, hat mit dem Staat Israel nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ja. Können die Leute einem nur leid tun, die das auf der Flagge haben. Aber es gibt viele Länder, die sind nicht besser dran, wenn wir auf Flaggensymbole jetzt rumreiten wollen. So, und deswegen stehen halt eher da drauf, auf seinen LP-Symbolen und so weiter, halt den sogenannten Davidstern, der eben ein Hexagramm ist und mit einem Ankh und dem Auge des Horus, was eben aus der ägyptischen Mythologie kommt und eigentlich noch viel weiter geht, weil alles Einäugige ist eben unkomplett. Ja, ihr kennt die Geschichte mit den Piraten, das hatten wir auch schon mal irgendwo. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wo das jetzt gewesen ist. Ich meine, es wäre bei Queen gewesen. Und dieses Auge des Horus ist immer das Auge, nicht nur das Auge des Horus, sondern eben auch das Auge beispielsweise Satans. Ne? Also das ist immer die Kontrolle, das ist immer das eine Auge, ist immer ja Symbolismus einer heidnischen Religion. Das ist eben nichts, was uns Menschen entsprechen würde. Wenn jemand ein Auge hat, dann gilt er bei uns als gehandicapt. Ne? Und das ist eben kein Gottessymbol, wenn jemand nur ein Auge hat, gell? Das ist so, als wenn man sagen würde, ja, jemand, der jetzt ein Auge hat, der ist jetzt privilegiert. Also ich denke, dass Menschen mit so einer heftigen Handicap das genau andersrum sehen würden und die eben nicht räumlich sehen können. Und ich möchte mich da über dieses Thema jetzt gar nicht weiter ausbreiten, aber einäugig ist immer, immer negativ. Ja, aber im Land der Blinden ist der einäugige König, ne? Ja, das ist ein guter Punkt. Und deswegen versuchen wir ja halt die Anzahl der Sehenden hier, glaube ich, ein bisschen zu pushen, ne? Und deswegen kommen wir gerne auch jetzt zur nächsten Seite. Ja. Und das ist eben das, was ich eben meinte. Da seht ihr oben die Sonne und das Sonnensymbol ist immer ein Zeichen der heidnischen Religion. Und ihr seht da halt eben das Zeichen eines eine Pyramide, eine Pyramidenstruktur. Und ihr seht alte ägyptische Reliefs da und Hieroglyphen da hängen und so weiter und so fort. Und es geht also immer darauf, diese Pyramidenstruktur, was auf der einen Seite für ägyptische Trinität steht, für ägyptische Mythologie steht, auf der anderen Seite natürlich auch für Freimaurer steht. Und ja, und da möchte halt jeder auch irgendwie hoch. Er möchte halt möglichst in diesem Leben weiterkommen. Und das kann man natürlich dann, indem man ganz viel Geld verdient, was wir mit den Feiern sicherlich auch gemacht haben. Auch wenn das Geld halt nur einfach durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute plus Background-Sänger und so weiter geteilt worden ist. Es wird für jeden langen. Ja, 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 genau. Ja. Ach, es ist immer dasselbe. Es ist halt einfach nur eine andere Verkleidung. Es ist genau wie mit dem Biber Butzemann. Ja, es ist immer dasselbe. Es ist nur eine andere Verkleidung. Ja. Und deswegen werde ich eben, das Earth, Wind & Fire ist dann alles für alle sozusagen. Und ich habe ja gesagt, das kann keinem wehtun. Aber wenn wir halt sehen, das ist der Eingang zu einem Tempel, in der Mitte ist nämlich ein Portal oder ein Tor, was so ein bisschen aussieht wie eine Landebahn. Oder eine Startbahn, besser gesagt. Am Ende ist da so ein Licht am Ende des Tunnels sozusagen. Da kann man sich ja mal Gedanken drum machen. Auch beispielsweise um die Symbolik dessen, was über dem Tempel da prangert. Links und rechts die Leute mit dem komischen Geweih auf dem Kopf. Ja, ja, das hat schon alles seine ägyptische Bedeutung. Also, es sind schöne Bilder, gar keine Frage. Das ist also so, wenn jemand sieht, oh, guck mal, Plattencover von Earth, Wind & Fire, das sieht aber toll aus. Ja, schön bunt, ne? Alles schön bunt hier. Ja, und diese schön bunte hat er halt gehabt, nicht durch Drogen anscheinend, sondern eben durch ja, Meditation und Yoga. Wie unser Dave Hunt, glaube ich, gesagt hat in Lesung 10, dass wenn Drogen ist der Kindergarten des Spiritualismus und Yoga ist die Hochschule. Ne, so ungefähr hat er das, glaube ich, in Lesung 10 mal gesagt. Und auf der allerletzten Seite dieser Lesung und dieses Thema Earth, Wind & Fire, was halt damit dann abgeschlossen ist erstmal. Es gibt natürlich noch viel mehr darüber zu erzählen, aber es wäre eigentlich immer dasselbe in einer Verpackung. Da habt ihr beispielsweise nochmal die ganzen Symbole noch schön umrandet mit einem Sonnensymbol außenrum, das man so gar nicht vielleicht erkennt, aber was eben dann so die Sonnenstrahlen, Sunrays dazu symbolisiert. Zusätzlich haben wir dann noch diese stilisierten Schwingen da vorne drin und wir haben da oben noch Planeten und wir haben
Angst, wir haben alles Mögliche an Symboliken und ach, das ist also immer das, es ist immer dasselbe. Jupiterkreuz, Saturn, Äskulap, David Stern, Horus, Kank, es ist immer dasselbe. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Ne? Wirkliche Spiritualität, ja, gibt es nur vom Gott, ich bin, der ich bin, dem Schöpfergott. Ja, das ist der, der durch seinen Geist alles geschaffen hat. Alles andere benutzt nur Materie, um sich selber als Gott oder als Bote aufzuspielen. Das ist so. Ne? So, und deswegen ist es so, dass eben dieser Morbus White eben einer gewesen ist, wo ein Journalist gesagt hat, Morbus White wanted to bring his life to a higher plane, also er wollte es halt zu einem höheren Bewusstsein oder zu einer höheren Ebene bringen. Und er hat in Ägypten das gefunden, was er halt auf anderen Stellen der Welt nicht gefunden hat. Und ganz interessant ist jetzt der Satz, wo ich dann hier, glaube ich, auch mitschließen möchte. Und dann können wir gerne noch kurz drüber reden und unser Schlussplädoyer mitmachen. Das fand ich super interessant, das, was in roter Orten drunter steht. Wie Moses, der sein Volk aus Ägypten in das gelobte Land geführt hat, hat Morbus White seine Fans in ein höheres Bewusstsein oder eine höhere Ebene geleitet. Also, das ja wohl ein ganz heftiger Satz. Der kommt nicht von mir. Der kommt eben von diesem Graham, der jetzt hier das eben geschrieben hat über den Morbus White. Ja? Und das ist eben eine Geschichte, das ist Blasphemie. Ja? Das ist Blasphemie. Moses hat das nicht aus eigenem Antrieb gemacht. Moses hat zuerst gesagt, nee, wer bin ich denn, um das überhaupt zu bewerkstelligen? Ja, Moses wurde von Gott erwählt. Ja. Aber wenn dann ein Journalist sagt, von wegen hier, Morbus White hätte seine Fans, also seine Fanatiker, das heißt es ja auf Deutsch nichts anderes, also Leute, die ihn fanatisch anbeten, oder vergöttern, hätte sie zu einer höheren Ebene geführt, dann frage ich mich mal wirklich, bitteschön, zu welcher höheren Ebene der die denn geführt hat, mit diesen Songtexten, mit dieser Musik. Tja, ich denke, Jörg, da ist jetzt dein Einsatz gefragt. Naja, der Name Morris klingt ja nicht ganz so unbekannt, wenn man jetzt Moses spricht, das klingt ja beinahe so ungefähr dasselbe. Und wie du richtig sagtest, wurde Moses erwählt von Gott, um die Aufgabe zu erledigen, die Gott ihm aufgetragen hat. Und Morris wurde von dem Gott dieser Welt dazu erwählt, um die Dinge zu machen und seine Fans dahin zu führen, wo er sie hinführt. Ja? Er heißt dann auch noch Morbus White anstatt Morbus Black. Das ist ja ganz witzig. Er selbst war ja dunkelhäutiger Farbe, heißt aber White. Führt die Leute ins Licht der Freimaurerei. Und das könnte er natürlich nicht machen, wenn er Black heißt. Dann wäre es ja zu offensichtlich, dass er sie auf den falschen Pfad führt. Aber die Bibel sagt ja, dass der Teufel sie verkleidet hat in einen Engel des Lichts. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass seine Mitarbeiter verändert sind in Mitarbeiter der Gerechtigkeit. Und als solche werden eben Leute, die sich White nennen und solche Musik machen, die so wunderbar mitschwingt eben, das sind die modernen Rattenfänger von Hameln. Da haben wir ja auch schon Sendungen drüber gemacht. Und das Problem ist, dass die Leute gar nicht merken, dass sie diesen Leuten wie dem Morbus White hier auf den Leim gehen, weil sie eben etwas sind, was hier drin steht. Sie sind Fans. Was ist denn ein Fan? Ein Fan ist eine Abkürzung von dem Wort Fanatiker. Ja. Ja? Das heißt, fanatisch werden diese Musiker, diese Leute, die die Gender-Agenda, die die satanische Musik-Agenda verbreiten, die werden fanatisch gefolgt. Und sie werden von denen, die sie folgen, verteidigt, von allen gegen alle, wie wir zum Beispiel, die diese Leute anklagen und aufdecken, was ihre wirkliche Idee ist. Also wenn der Graham hier sagt, so wie Moses sein Volk aus Ägypten in das gelobte Land führte, ja, so führte Morbus White seine Anhänger nicht in das gelobte Land, sondern auf die Straße der Verdammnis. Ja, vor allen Dingen, er führt sie ja wirklich nach Ägypten, also er führt sie ja komplett ins unheilige Land, ne? Ja. Weil Ägypten wird in der Bibel
oftmals gleichgesetzt mit dem Land des Todes. Mhm. Ja? Deswegen hat Gott ja auch sein Volk da rausgeholt, aus dem Tod. Und dann in das Leben gebracht, über den Jordan. Was ist denn die Bedeutung in unserer Welt über den Jordan? Mhm. Wenn einer über den Jordan geht, dann stirbt er. Ja. In der Bibel ist es genau umgekehrt. Durch den Jordan zu überqueren, kommen sie ins Land der Lebenden, aus dem Land der Toten heraus. Das ist wieder einmal 180 Grad umgekehrt von was in der Bibel steht, was in dieser Welt gelehrt wird. Ich wette, wenn ich wetten würde, dass das vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist, dass sie noch nie darüber nachgedacht haben. Ich habe gedacht am Anfang mit diesem Earth, mit den Firebird, ich mache mal was ganz Einfaches, weil es sich um Symbolik ging. Aber das ist dann halt weit. Hast du die Rechnung mit, unter den Wirt gemacht, ne? Ja, das ist echt total spannend. Also, wie gesagt, wo ich dann halt einfach bei Boogie Monsters gelandet bin, dann macht es dann plötzlich alles dann zusammen dann auch wirklich dann Sinn, ne? Ja. Und deswegen, also es ist, wenn man die Symbolik der Bibel kennt, beziehungsweise die Sprache der Bibel, den Inhalt der Bibel kennt, dass eben Moses die Menschen oder das Volk Israel eben aus Ägypten herausgeführt hat, dann macht ja dieser Satz noch weniger Sinn, der jetzt hier eben in dem Artikel stand, dass eben er die Menschen, naja, in eine höhere Ebene geführt hat, aber diese höhere Ebene ist eben logischerweise Ägypten, weil er hat ja kurz vorher darüber geschrieben, dass es halt eben die ägyptische Mythologie wäre, also oder Mystik ist. Also wo hat er denn seine Leute hingeführt? Ich meine, seine Covers strotzen ja dann nur von. Da gibt es noch ein besseres Beispiel dafür, dass wir die Bibel lesen sollten, um zu wissen, was die Wahrheit ist, und dass wir, wenn wir die Wahrheit kennen und die Welt an dieser Wahrheit spiegeln, erkennen, dass die Welt die Lüge ist? Wenn ich jetzt nicht die Bibel gelesen hätte und wüsste, wofür Ägypten steht, dann hätte ich das, was ich gerade eben analysiert habe, auch mit dir zusammen doch gar nicht sagen können. Das meine ich ja eben. Genau das ist, man sieht ja auch, dass diese Agenda, Musikagenda eben komplett 180 Grad umgedreht ist. Und es kann eben deswegen nur vom Gegenspieler sein. Satan heißt Gegenspieler. Man kann, das darf man nie vergessen, man kann alle Dinge für Gutes gebrauchen, aber eben auch für Schlechtes. Ja? Mobiltelefone kann man für gute Dinge gebrauchen, man kann die ganze Technik aber auch für schlechte Dinge gebrauchen. Man kann die ganze Technik auch so gebrauchen, dass sie schlecht ist. Und das ist mit allen Dingen so. Mit allen. Und wenn ihr wissen wollt, ob etwas gut oder schlecht ist, dann müsst ihr es einfach nur an der Bibel messen. Wir sagen das immer und immer wieder. Ich werde es bis zum Erbrechen, ich werde es bis zum letzten Atemzug werde ich es sagen. Die Bibel alleine ist das Fundament unserer Moral, ist das Fundament unserer Weisheit, sage ich jetzt mal. Weil Weisheit können wir nur aus dem Wort Gottes beziehen und nirgendwo sonst her. Ja? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, heißt es in der Bibel. Also mit anderen Worten, die Furcht vor dem Herrn ist der Beginn der Weisheit. Und wie kann ich den Herrn fürchten? Doch nur, wenn ich ihn kenne. Etwas, was ich nicht kenne, habe ich keine Beziehung zu. Und dass ihr eine andere Beziehung zu der Musik habt, dafür machen wir diese Serie. Und ich hoffe, dass das jetzt nach der 51. Sendung mal deutlicher und deutlicher und deutlicher geworden ist, was eigentlich die Absicht hiervon ist. Mir ist das sowas von Schnurzpiep egal, welche Texte und Zeichen diese ganzen Musiker gebrauchen. Aber wenn ich euch damit aufzeigen kann, oder wenn wir, Michael hauptsächlich, euch damit aufzeigen kann, oder wir euch aufzeigen können, wie diese Symbole hauptsächlich unterbewusst gebraucht werden, um euch von dem schmalen Pfad der Erkenntnis, der zu Jesus Christus führt, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater durch mich, dass sie durch diese Agenda probieren, euch auf die Yellow Brick Road zu ziehen, ja, auf die schöne, gelb getünchte Straße des Verderbens, weil da ist alles so schön lustig, da kannst du links und rechts kannst du dir eine Zuckerwatte kaufen und kannst eine Zuckerstange nehmen und kannst du tolle Musik hören und kannst du tanzen und kannst du den Frauen von hinten an die fassen und so weiter und so weiter. Da ist alles ganz, ganz toll. Das ist alles so schön hier. Genau das wollen sie euch verkaufen. Wenn es so schön ist, dann ist da ein Haken dran. Der andere Weg, der ist auch schön, nur nicht so offensichtlich, er ist nicht so ausgeschmückt. Aber
bei dem Weg, bei dem schmalen Pfad, ist der Weg das Ziel. Ja? Also mit anderen Worten, wenn ich dann an dem Ziel ankomme, dann sehe ich, warum ich mir die Mühen für den Weg gemacht habe. Und kann in Freude jauchzen, das ewige Leben vom Herrn annehmen. Wenn ich auf dem Zuckerwattenweg gehe, dann komme ich irgendwann an ein Ziel, wo es noch ein bisschen bunter wird. Und das Gelb verändert sich in Feuerrot. Und das wird ein feuerroter Feuersee. Und da werde ich unvermeidlich reinfallen, wenn ich diesen Weg gehe. Von daher muss ich heute wählen, welchem Herrn ich diene. Und ich, für meinen Teil, genau wie Josua, habe meinen Weg gewählt. Ich und meine Familie, wir dienen dem Herrn, der sich selbst nennt, ich bin, der ich bin. Und damit schließe ich das hier ab für mich. Ja, vielen Dank, Jörg. Ich hoffe, dass euch allen da draußen das halt wieder ein bisschen Spaß gemacht hat, dass es jetzt eben nicht so offensichtlich war auf den ersten Blick, sondern dass man halt das jetzt über die Symbolik beispielsweise ja eh schon riechen konnte, dann halt über die Nennung dessen, dass Morris White Prediger werden wollte und eben durch diese ganzen anderen Dinge auch mit den Songtexten, die jetzt auf den ersten Blick nicht so viel hergegeben haben, aber wenn man sich da halt weiter reinkniet und halt ziemlich viel Zeit investiert, was ich wirklich zugeben muss, dann findet man das auch bei solchen auf den ersten Blick völlig harmlosen Gruppen. Und ich wollte euch einfach mal den Weg aufzeigen, wie ihr sehen könnt, auf welchen Pfaden sozusagen die Satan in der Musikindustrie arbeitet. Und wenn das dazu genützt hat, dass ihr jetzt weiter davon immer noch felsenfest davon überzeugt seid, genau wie ich oder wie wir hier, die Arbeit hier machen, dass eben Satan die Musikindustrie beherrscht, dann habt ihr vielleicht auch noch mehr Glauben daran, dass das, was in der Bibel steht, nur tatsächlich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist. Und dafür stehen wir jetzt hier. Wir machen diese Lesungen nicht, weil uns das unendlich viel Spaß macht. Das tut es zwar auch, aber wir machen das, weil es halt einfach unsere Agenda sozusagen ist, die wir jetzt hier machen, um halt ein kleines Gegengewicht dazu zu bringen, dass die Beeinflussung und Indoktrination, die eben tagtäglich stattfindet, auch mal ein kleines Gegengewicht hat, damit das Pendel vielleicht auch mal für diejenigen wenigen, die sich für solche tiefgehenden, tiefgründigen Dinge interessieren, dann auch mal ein Programm geboten wird. Und das macht mir halt auch Spaß, im Sinne des Herrn Jesus Christus zu arbeiten und halt aufzuzeigen, dass, was vielleicht meine Berufung ist im Leben, halt die Musik immer gewesen ist, auch beruflich, und das vielleicht jetzt mal als Mission oder halt als Ministerium, wie auch immer man es jetzt ausdrücken will, jetzt mal weiterzugeben an euch da draußen, damit ihr seht, das, was immer schon beschrieben wird in der Bibel, in Hesekiel 28, 13, ist tatsächlich wahr. Satan sind die Musikinstrumente geweiht worden. Er hat Handel getrieben und ist übermütig und stolz geworden und ist dann letzten Endes aus dem Himmel verbannt worden und ist dann auf die Erde niedergeworfen worden. Und da treibt er jetzt hier sein Unwesen mit seinen Sprachrohren, nämlich den Musikern, die dann hier Inspiration von eben seiner Seite bekommen und dann halt in jeglicher Form seine Agenda führen, in welcher Form auch immer. Es ist egal, Hauptsache weg von der Bibel, weg von der Wahrheit. Und deswegen versuchen wir hier eben eine Stunde der Wahrheit genau das aufzuzeigen. Und es geht eben nur darum, dass wir eben die Bibel lesen und dass wir Bibelstudien machen und deswegen auch die Lüge besser erkennen können und euch ein Handwerkszeug an die Hand zu geben und zu sagen, guck mal hier, wir sind nicht ewig auf dieser Welt, aber vielleicht haben wir hier irgendjemanden mal anspitzen können oder ermutigen können, da auch mal eigene Recherchen anzustellen und dann auch mal von diesem ganzen Mist, von dieser ganzen Indoktrination, von diesem ganzen satanischen Zeugs mal wegzukommen. Das wäre ja schon eine ganz tolle Sache, das würde ich mir zumindest wünschen. Ja, und deswegen kann ich jetzt nur schließen, indem ich sage, okay, vielen, vielen Dank für eure Treue. Ganz, ganz toll, dass ihr auch mit teilweise trockenen Themen auch gut umgehen könnt. Und ich hätte mir nie geträumt, dass es jetzt schon die 51. Sendung ist. Die gute Nachricht sozusagen für diejenigen, denen das Spaß macht, ist, die 52. Sendung kommt auch definitiv. Und die wird dann handeln über Kate Bush. Das ist nämlich ein Thema, was eigentlich gar nicht geplant war von mir, aber was quasi mal gewünscht wurde.
Und deswegen beschäftige ich mich jetzt mit Kate Bush. Und das wird vielleicht auch eine Geschichte, die natürlich auch den ähnlichen Ausgang haben wird. Aber es ist ja vielleicht auch manchmal der Weg interessant dahin. Und dass wir halt möglichst viele Fallstricke erkennen können. Aber Kate Bush kommt also in der nächsten Folge dran. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt und bedanke mich nochmal beim Jörg und bei euch fürs Zuschauen und Zuhören und Mitmachen. Vielen herzlichen Dank dafür, sagt der Michael. Bitte lest eure Bibel. Bis dahin, Maranatha.